Guten Abend, ganz herzlich willkommen in der Baumusterzentrale zur Vernissage unserer neuesten Ausstellung Naturwerk Stein in der, über Schweizer Steinbrüche im Portrait. Wir haben das Thema der Schweizer Steine lange, vielleicht zu lange aufgespart. Dafür sind wir umso glücklicher heute Abend, dass wir dieses Thema nun so umfassend zeigen können. Die Schweiz gilt ja als rohstoffarmes Land. Wenn es aber um Stein geht, dann hat die Schweiz so allerhand zu bieten. Zwischen dem Jurabogen und dem Alpenhauptkamm ist ja geologisch allerhand los. Die Kalksteine im Jura, Sandsteine im Mittelland, Gneise und Granite im Alpenraum in der Schweiz gibt es zurzeit etwa 70 aktive Steinbrüche, die diese Steine abbauen. Es sind Orte, die oft verborgen sind, und die Neugier nach diesen Orten, die hat eine Gruppe von befreundeten Architekten gepackt. Sie haben sich zusammengeschlossen und beschlossen, in den letzten zwei Jahren 12 dieser Steinbrüche zu besuchen. Sie waren ausgerüstet mit Kamera- und Skizzenheften und haben dann die Resultate ihrer Arbeit zu so kleinen, jetzt muss ich sie kurz holen, so Heftchen zusammengefasst. Das sind jetzt mittlerweile 12 Büchlein. Und weil das offenbar so viel Freude gemacht hat, diese Büchlein zu machen, haben sie sich entschieden, diese Fotografien auch groß auszudrucken und auf Aluminium aufzuziehen. Und sie sind dann mit diesen Fotos auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir Interesse hätten, dies im Rahmen einer Ausstellung bei uns in der Baumusterzentrale zu zeigen. Und ja, natürlich, wir hatten große Lust, dies zu tun. Ich möchte an dieser Stelle die Gruppe natürlich kurz vorstellen. Das ist... sind alles Architekten, Paolo Kölker hier aus Zürich. Dann von ihm stammen eine Vielzahl der Zeichnungen, die unten in der Ausstellung gezeigt werden. Dann Jürg Hauenstein, Architekt aus Feldmeilen. Er ist der Fotograf der Gruppe, hat das alles selber fotografiert, selber ausgedruckt, selber aufgezogen. Ganz herzlichen Dank für diese Arbeit. Und auch dabei waren Martin Eicher und Manuel Scholl. Nun, ich denke, die Herren, darf ich euch bitten, kurz aufzustehen. Vielleicht euch kommt doch kurz hierher nach vorne. Doch, ja, Sie sind hier vorne. Ja. Sie wollen sich offenbar anonym bleiben, aber Sie sind ja sicher nachher noch hier, während dem Apéro, und Sie können dann ein paar Fragen stellen, vielleicht wie es dazu gekommen ist, dass Sie diese Steinbrüche besuchen wollten, etc. All diese Sachen. Also, ganz herzlichen Dank an euch, und Sie haben gleichzeitig dann auch natürlich die Frage eingebracht, wer uns dabei unterstützen könnte, diese Ausstellung zu machen. Und schnell kam der Natursteinverband Schweiz ins Spiel. Sie wurden angefragt und sie haben sich auch schnell begeistern lassen für diese Idee. Und ganz herzlichen Dank an den Natursteinverband Schweiz, dass sie diese Ausstellung hier ermöglichen, finanzieren. Und wir durften zusammenarbeiten mit Jörg Depira und Nell Hügi vom Natursteinverband. Und Jörg Depira ist Geschäftsführer und er sitzt jetzt hier
und du stehst auf, gell? Und er zeigt sich, er sagt ein paar Worte zum Wesen und zum Zweck des Natursteinverbandes. Danke. Ja, besten Dank, Stefan. Mein Name ist Jürg Döppier, ich bin Geschäftsführer des NVS. Hier steht noch Ado Vogt, das ist unser Präsident des Natursteinverbands. Der liegt leider mit einem Bandscheibenvorfall im wortwörtlichen Sinne flach. Und deshalb stehe ich hier vor Ihnen heute Abend, um zwei, drei Dankesworte an Sie zu richten. Danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Da hinten stehen noch etwa 30 Personen. Das ist super. Herzlichen Dank vom NVS auch an die Schweizer Baumusterzentrale, dass wir Kooperationspartner sein durften für diese Ausstellung Naturwerk Stein. Ich möchte nur zwei, drei Worte zum NVS sagen. Die Website ist einfach. .ch noch hinten dran, dann finden Sie uns. Der Natursteinverband Schweiz vereinigt die ganze Wertschöpfungskette des Natursteins. Also wir haben Steinbruchunternehmungen bei uns, wir haben Natursteinwerke bei uns, wir haben Händler bei uns, wir haben aber auch Unternehmungen bei uns, die Naturstein im Bau und am Bau verarbeiten. Der Natursteinverband vereint auch das Natursteinhandwerk wie die Natursteinindustrie, also wirklich der umfassende Ansprechpartner. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, wenn Sie Fragen haben zur Planung mit Naturstein oder in Kombination mit Naturstein, www.nvs.ch ist die einfache Adresse. Wir setzen uns sehr ein für die Aus- und Weiterbildung auch im Natursteingewerbe, in der Natursteinindustrie. Und haben auch einen dicken technischen Ordner mit Merkblättern über Bauen mit Naturstein, vom Garten über die Küche an die Fassade, wo auch immer, an die geklebte Fassade, dann ganz neu sogar. Also ich lade Sie ein, wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Sie werden uns finden, auch unten hat es QR-Codes, wo Sie uns finden. Viel Vergnügen heute Abend und besten Dank. Danke, Jürg Depira. Nun kommen wir zum Vortrag des heutigen Abends. Wir dürfen uns auf zwei Architekten freuen. Einer aus dem Tessin, der andere aus dem Graubünden. Weit her angereist, dahinterst aus dem Val Lumnez, aus Frien, John A. Gaminada. Er ist auch Professor für Architektur an der ETH Zürich, daher kennen ihn sicher auch viele und viele kennen ihn sicher auch über die wunderbar sorgfältig geplanten und konstruierten Holzbauten. Aktuell ist er aber beschäftigt mit einem Projekt, in welchem Stein eine tragende Rolle spielt und ich sage hier bewusst tragende Rolle. Es ist das Hotel Maestra in Pontresina und er wird uns gleich im Anschluss das Projekt vorstellen und auch seine Überlegungen, weshalb und wie man mit Naturstein baut. Der Stein, der in dem Projekt zum Einsatz kommt, ist ein Bodio Nero Granit aus dem Tessin. Er wird in Personico abgebaut, das ist direkt bei Biasca. Und betrieben wird dieser Steinbruch von Ungaro & Co. S.A. Wir dürfen uns auf Giuseppe Ungaro freuen. Er leitet zusammen mit seiner Schwester Chiara den Betrieb in dritter Generation. Wie gesagt, er ist ausgebildeter Architekt an der ETH Zürich und was ich fast noch spannender finde, er ist auch Inhaber des Sprengausweises. Vielen Dank, Giuseppe, dass du hier bist. Es gibt noch zu sagen, Giuseppe war im Vorfeld dieser Ausstellung sehr involviert und hat ganz wichtige Inputs gegeben, was die Ausstellung betrifft und auch für diese Abendveranstaltungen hier und auch all das ganze Werkstattmaterial, das wir und Steinbruchmaterial, Werkzeuge, die wir hier zeigen können, stammt alles von ihm. Und ich denke, wir starten jetzt mit John Gaminada. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche einen interessanten Vortrag. Buonasera.
Danke für die Einladung. Danke, Giuseppe. Schön. Ich baue eigentlich fast nie mit Stein, aber jetzt baue ich mal nicht mit Holz. Ich habe ein bisschen eine ambivalente Beziehung zum Stein. Das sind meine Nierensteine. Die tun unheimlich weh. Wenn ein Stein auf dem Fuß, auf den Zehen fällt, dann tut es weh für einen Moment, aber Nierensteine, da hört der Schmerz nicht auf. Aber es ist unglaublich schön in dem Moment, wo der Schmerz aufhört, dann weiß man, wie schön das Leben sein kann. Also jetzt möchte ich ein paar Dinge sagen zu meiner Beziehung zum Stein, auch zum Projekt in Pontresina. Da sehen wir eine aufgeschichtete Steine, das haben die Hirten gemacht, das ist der Berg zwischen Frien und Pfalz. In Frien hat man fast keine Steine oder einen schlechten Schieferstein. Und die Walser haben wunderbare Steine. Man kennt ja die Therme von Peter Zumthor und noch andere Bauten. Und ich weiß nicht, ob der Stein die Walser anders geprägt hat als die Friener, aber auf jeden Fall sind sie anders. Rita Ilian ist auch da, habe ich gesehen, vielleicht noch andere Walser. Sie kann das wahrscheinlich bestätigen. Der französische Soziologe Comte de Sponville sagt, das ist ein wunderbarer Satz, man besitzt immer nur, was man erhalten und verarbeitet hat, was man durch andere und gegen sie geworden ist. Durch und gegen sie. Das ist ein wunderbarer Ort. Ich bin gerne hier und schaue runter auf die Walser. So. Ja. Stein hatte auch eine andere Prägung in Graubünden oder auch an anderen Orten. Also oft hat man ganze Dörfer, Holzdörfer nach einem Brand mit Stein gebaut, damit es nicht mehr brannte. Aber es gab auch einen kulturellen Akt, also es gab auch einen kulturellen Status. Man sieht hier ein Haus in der Kadie, so sah es aus. Früher es war es ein kleines Bauernhaus, Sockel aus Stein und ja, ein Strickbau obendrauf, zweigeschossig. Und dann gingen die Leute in die Fremde und sind zurückgekommen und wollten natürlich zeigen, dass sie keine Bauer sind. Sie wollten gar keine Bauern mehr sein und haben aus diesem Haus das weiße Haus oben gemacht, etwas völlig anderes. Also das treffen wir immer wieder an. Entschuldigung, jetzt klappt es. So, meine Lehre an der ETH, 25 Jahre lang, hat sie gedauert. Es ist Orte schaffen. Wir wollten eigentlich immer versuchen, die Kraft eines bestimmten Ortes zu stärken, also die Kräfte, die vorhanden sind, zu vermehren. Und diese wunderbaren Orte, die sind oft entstanden durch schmale Verfügbarkeiten von Materialien. Man hatte nur ein bestimmtes Material, es war Holz oder Stein. Es gab natürlich auch extrem wenig Typologien. Also typologisch ist eigentlich das, was sich bewährt hat. Und heute ist oft die größte Schwierigkeit beim Entwurf, die Frage zu beantworten, was nehmen wir für ein Material, weil extrem vieles ist verfügbar. Das war früher nicht so. Und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, mindestens zwei im Umgang mit dieser Frage. Man hat eine Idee und versucht, das bestmögliche Material zu holen irgendwo auf der Welt. Oder man schaut, was da ist und versucht, durch das Machen, durch die Art des Machens, das auf einer bestimmten
auf einem bestimmten Level zu bringen. Bei der ersten Methode geht es vor allem um die Vorstellungskraft und bei der zweiten um die Vorstellungskraft. Bei der ersten geht es vielmehr um das Komponieren. Ich glaube, beide Zugangsarten können zu einer hochwertigen Architektur führen. Mich persönlich interessiert vielmehr die zweite Zugangsart. Also wie kann ich mit diesem einfachen Material, das vorhanden ist, durch mein Können, durch unser Können, durch das Können der Handwerker auf einem anderen Level bringen, sozusagen zu veredeln. Das ist, könnte sagen, das ist die alchemistische Art im Umgang mit Architektur. Ich glaube, die zweite Angehensweise hat heute auch eine starke ökologische Bedeutung, eine ökologische Relevanz. Das Lokale neu definieren, die Frage stellt sich im Umgang mit dem Material. Ich glaube, die Verantwortung beginnt im Lokalen. Selbstverständlich müssen wir lokal denken. Lokales Bauen heißt für mich nicht so die einfache Art, vielleicht die Art, wie man früher baute. Das bedeutet für mich, also viel wichtiger im lokalen Bauen ist eigentlich, was rundum passiert. Also die Bewegungen, die im Raum entstehen. Wenn ich zum Schreiner gehe, wenn ich das Holz aus dem Wald nehme, ich gehe zur Sägerei und das Holz wird geschnitten, dann entsteht eine große Bewegung im Raum. Es entstehen Beziehungen. Also das, was sich ereignet im konkreten Raum, das ist für mich unglaublich wichtig. In dieser Art habe ich jahrelang im Fring gearbeitet und versuche auch an anderen Orten zu arbeiten. Also das Ziel ist einfach eine Wertvermehrung zwischen Mensch und dem konkreten, dem spezifischen Raum. Aus dieser Zugangsart entsteht auch ein anderes Raumverständnis. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, den Raum oder die Materialien, die im Raum sind, anders zu verstehen. Ich bin überzeugt, ich kann nur Verantwortung übernehmen in einem Raum, wo ich kenne. Also die Kenntnisse vom spezifischen Raum, die erlauben mir, anders zu reagieren im Raum. Und ich glaube auch, wir müssen die Räume in kleineren Einheiten skalieren, dass man überhaupt das Verständnis für den Raum hat. Ich glaube, dort beginnt die große Verantwortung. Ich kann nur Verantwortung nehmen für einen spezifischen Raum, den ich kenne. Ich kann nicht eine Verantwortung nehmen für die ganze Welt, aber ich kann eine Verantwortung übernehmen für einen Ort wie Frien. Das ist die Greiner Ebene, vielleicht kennt ihr das. Da wollte man einen Stausee bauen und dann hat man irgendwann verzichtet. Warum, weiß man nicht so recht. Da seht ihr weiße Punkte. Wir haben diese SAC-Hütte gebaut mit Stein. Und dann konnten wir Leute, viele Menschen dazu begeistern, Steine zu sammeln. In der Greine gibt es eigentlich nur Wasser, Steine und Horizont. Und da haben wir diese Säcke dann gefüllt und dann mit dem Helikopter dazu geflogen, zur Hütte geflogen. Das ist die erweiterte Hütte, der vordere Teil der Hütte, den wir erweitert haben. Und jetzt gehen wir zur anderen Seite, die kommt jetzt auch noch dran und da entsteht ein bisschen eine andere Vorstellung.
Also die andere Seite, die Rückseite, ist relativ verklüftet, die Landschaft. Und dann entsteht die Erweiterung des Gebäudes ein bisschen in einer anderen Form. Aber das ist nicht der Grund, wieso dass es so aussieht, sondern die innere Konstellation. Wir haben versucht, die Dicke des Mauerwerks schmaler zu halten. Wenn man ein Natursteinhaus baut, dann ist man relativ rasch bei 50, 60, 70 Zentimeter Mauerdicke. Und wir haben ein System gewählt, ein Hybridsystem. Wir haben zuerst einmal eine Holzkonstruktion aufgebaut im Innenraum, eine tragende Schicht, und dann haben wir dieses Mauerwerk eigentlich mit dem verbunden. Da gibt es eine hinterlüftete Schicht. Das Mauerwerk wird dann zurückgebunden mit Anker in dieser Bretterschicht, und mit dem konnten wir eigentlich das Mauerwerk auf 30 cm reduzieren. Und wir haben eigentlich ein relativ gutes Wohnklima. Das Haus, also die SRC-Hütte, ist gar nicht groß isoliert, weil sie wird ja nur im Sommer bewohnt. Also mit dem möchte ich eigentlich aufzeigen, dass man hybridisch denken muss. Man muss mehrschichtig konstruieren, mehrschichtig bauen, dann ist vieles möglich. Wir haben auch an der ETH beim letzten Diplom Gedanken gemacht mit den Studierenden, wie man Häuser auch in der Stadt mit Stein bauen könnte. Wir haben eine Wohnsiedlung in der Innenstadt von Zürich entworfen, und die Arbeit damals stand natürlich sehr stark unter dem Schoß der Nachhaltigkeit. Die Schlussbetrachtung habe ich einen kleinen Text geschrieben. Mit Naturstein haben die Menschen immer gebaut. Der Stein bietet Eigenschaften, die zu entdecken sind. Wenn es uns gelingt, diese Vorzüge und die daraus sich ergebenden Möglichkeiten gezielt in Werk zu setzen, dann rücken die Themen heutigen Bauens in ein anderes Licht. Zum Beispiel, wir nehmen den Steinschichten ihn aufeinander, bauen ihn wieder ab und verwenden ihn weiter. Das Material bleibt ewig, also das Material bleibt immer da. Wir geben dem Stein eine Form, der Stein verändert sich mit der Zeit selber. Die Schönheit befindet sich im Stein, also Stein bekommt eine Patina und bleibt ewig schön. Wir bauen Wände aus Stein, die uns anblicken. Es geht um Resonanz, um Präsenz. Also der Stein ist kein räumliches Hindernis, er fördert das Gemeinsame. Viertens, wir nehmen den Stein aus der Erde und geben ihn zurück. Der Stein ist als Teil eines Ganzen ökologisch. Der Stein als rohes Material ist ein bleibendes Geschenk. Der Stein bietet das Potenzial für eine eigene und unvergleichbare Ökonomie. Aus dieser Betrachtung hatten wir das Gefühl, da müssen wir ganz anders über das Thema der Nachhaltigkeit diskutieren. Ich glaube, die Architektur hat die Fähigkeit, hat die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen Mensch und Stein neu zu klären. So, was ist wichtig? Das Bauen ist, wie gesagt, vorher schon komplexer geworden. Wir müssen von Fall zu Fall Lösungsansätze suchen, Hybridsysteme, hybridisches Denken, das heißt, es braucht mehrere Schichten. Und dann kommen ökologische, ökonomische, kulturelle, soziale, politische Themen ganz anders ans Licht. Sie überschneiden sich. Hybriden sind tückisch, das wissen wir. Der Wolf, ein Hybridwolf, ist ein schwieriger Wolf. Beim Entwerfen müssen wir räumlich denken. Das haben wir dann mit den Studenten auch erfahren. Wir können nicht einfach ein Haus entwerfen und dann am Schluss die Frage stellen, so, wo setzen wir jetzt den Stein an?
Wir müssen gleichzeitig denken in Konstruktion und Raum, in Material und Raum. Also es geht nur über ein räumliches Entwerfen, kann Lösungsansätze bringen. Das ist unser Hotel in Pontresina, das ist die erste Skizze. Die Hotelarchitektur hat im Engadin eine große Tradition. Es gab wunderbare Hotels, die Grand Hotels aus der Belle Epoque. Oft wurden Häuser, Bauernhäuser erweitert zu großartigen Hotels. Wenn ich zum Beispiel den Kronenhof anschaue in Pontresina, das ist so ein Gebäude. Später kamen dann dieser ortstypische Regionalismus kam dazu und die Heimatschutzbewegung bis zur Architektur, zur sachlichen Architektur unserer Zeit etwa ab 1970. Also viele Häuser sind Konglomerate aus mehreren Bauten, aus mehreren Schichten. Aber wir hatten jetzt das Glück, neu zu bauen. Das ist gar nicht so einfach. Die Idee war eigentlich, oder der Begriff als Idee war eigentlich Sehnsucht. Der Wandel im Hotelbau ist groß, aber das Reiseziel blieb eigentlich das gleiche. Man will die Leute beglücken für eine bestimmte Zeit. In den Ferien sucht man ja eine Gegenwelt. Also ich will ja nicht unbedingt das sehen oder das haben, was ich daheim habe. Und das große Ziel ist dann, die Spannung aufrecht zu erhalten. Also für einen nachhaltigen Tourismus braucht es, glaube ich, die Aufrechterhaltung von Spannungen. Sehnsucht ist Tourismus. Sehnsucht, der Sehnsuchtsort jedes Reisenden oder vielen Reisenden ist das Hotel. Das Gebäude folgt im Inneren eine bestimmte Dramaturgie. Da sind wir ganz nah bei Schiller, wenn er sagt, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Also es ist eine Spielerei mit Räumen, das ist überhaupt nicht willkürlich. Wir wollten bei diesem Gebäude Naturstein einsetzen, zum Teil Naturstein. Eigenes Stein war im Engadin nicht verfügbar. Also es gibt keinen offenen Steinbruch mehr. Die Frage war, wo holen wir den Stein? Welcher Stein passt eigentlich, geht gut im Kontext, Autonomie und Kontext. Frien hat mich in dieser Hinsicht geprägt. Also Autonomie ist für mich nicht etwas, was über alles steht, sondern auch aus dem Kontext bearbeitet werden kann. Es soll aus dem Kontext heraus entstehen. Wir haben dann für Bodionero entschieden. Der Stein entsprach am besten unseren Vorstellungen. Wichtig waren auch die Menschen, die hinter dem Stein stehen. Giuseppe Ongoro schaute uns mit schönen, glänzenden Augen an. Er hat sofort die Bauherrschaft elektrisiert. Das ist das ist nicht Giuseppe. Ich zeige oft diese Katze von Max Klinger. Das Werk heißt Erste Zukunft. Max Klinger war ein metaphysischer Maler. Ich habe das Bild unglaublich gerne. Ich rede oft mit der Bauherrschaft. Wir haben eine großartige Bauherrschaft mit Bettina und Richard Plattner. Und ich sage der Bauherrin oft, wenn du als Gastgeberin so etwas zum Ausdruck bringst, dann ist es gewaltig. Dann werden die Leute immer kommen. Wenn ich die Katze anschaue, weiß ich nicht, ob sie mich fressen will oder ob sie mich gerne hat. Das ist ein unglaubliches Bild für das Thema Autonomie. Das war dann eine Skizze der Fassadenstruktur. Unten, es ist ein fünfgeschossiges Gebäude und fünf Geschosse noch unterirdisch, weil der Hang ist relativ steil und
und folgt der, also das Gebäude folgt in der Topografie. Ganz unten haben wir Stützen, die einen großen Tisch tragen. Die Stützen tragen eigentlich die Decke über dem Erdgeschoss. Die Stützen haben eine Dimension von 60 mal 60 cm. Ich glaube, Giuseppe wird das nachher zeigen. Das waren so vorgespannte Elemente. Und nach oben wird das Ganze verjüngt. Es hat auch eine verschobene Vertikalität. Das waren so Referenzen, die gotische Kathedrale von Beauvais. Das Fantastische an diesen Gebäuden finde ich die Verjüngung nach oben. Unten ist es sehr, sehr schwer, sehr stämmig, und nach oben wird es zur reinen Zier und es löst sich fast auf. Man stellt sich die Frage, wie funktioniert das überhaupt noch? Also man muss natürlich aufpassen, wie man mit Referenzen umgeht. Also mit Referenzen arbeiten heißt nicht bildlich etwas übernehmen, sondern Eduardo Chillida, der baskische Bildhauer, sagte, man muss eigentlich den Charakter verstehen oder den Charakter begreifen, und dann ist es. Also Referenzen für die Architektur gibt es ja überall. Man kann die aus der Geschichte gewinnen, aus biologischen Formen, aus der Kunst oder irgendwo. Das Bild hier war auch fantastisch oder ist fantastisch, von Claude Monet, die Kathedrale von Rouen. Er hat da die Kathedrale anscheinend immer wieder gemalt und hat immer andere Farben gesehen. Aber die Farben, die er da gemalt hat, die hat wahrscheinlich nur er gesehen, also nur Monet. Aber das sind auch Referenzen, die uns unglaublich weitergeholfen haben. So sieht es vielleicht aus. So, das Haus ist noch eingepackt. Ich bin auch froh, dass es eingepackt ist. In 2 Monaten wird es ausgepackt und dann schauen wir. Man sieht hier der Übergang vom Untergeschoss zum ersten Geschoss. Man sieht die Betonstützen, die vorfabrizierten Betonstützen. Dazwischen Elemente die Natursteinstützen, und dazwischen die Elemente aus Beton, das wir vorfabriziert haben. Unten tragen die Stützen die Außenwände, und ab dem dritten Geschoss werden die Lasten, vor allem die Deckenlasten von den Zwischenwänden im Innern übertragen, und an den Außenwänden haben wir relativ wenig vertikale Lasten. Und die Stützen übernehmen dann ein Stück von dem, und zum Teil werden sie auch werden sie Teil des Fassadenelementes. Also es ist bei uns nicht nur, die Natursteinstützen übernehmen nicht nur eine Funktion, sondern sie tragen und zieren das Haus zugleich. Man sieht auch die Verbindungen aus Chromstahl, diese Chromstahldeckel, die wir angesetzt haben. Da hinten ist die Verschraubung des Betonelementes. Man sieht hier der Übergang vom Erdgeschoss zum Essengeschoss, die Verjüngung der Stützen. Und das passiert eigentlich im gleichen Schritt bis unter dem Dach. Das ist ein... Kann man mit dem irgendwie zeigen? Ne? Ist egal, das sind die Balkone mit diesen Ausschnitten. Wenn ich im Bett liege, dann sehe ich durch das Fenster hindurch, durch diese Löcher hindurch, sehe ich runter auf die Straße. Geht das zu schnell? Hm? Ja, ihr seht diese Oberfläche
des Betons. Es gab eine bestimmte Rezeptur für die Farbigkeit des Betons, eine bestimmte Körnung. Das sind die Eckstützen, die sind auch ganz interessant. Die Fenster sind immer seitlich angeschlossen und wenn ich auf der Straße bin, durch das Fenster hindurch oder zum Fenster reinschaue, von außen sehe ich durch das andere Fenster hindurch. Also plötzlich wird die Stütze sozusagen freigespielt. Das ist so ein Gerät, das wir entwickelt haben mit Christian Obri, um die Elemente, die Oberfläche der Elemente zu machen. Die wurden im Werk ganz einfach betoniert und dann haben wir mit diesem Schaukelpferd das Ganze bearbeitet. Und man sieht hier vielleicht nochmals, ja, diese Oberfläche ist unglaublich, unglaublich schön. Wir sind sehr, sehr froh. Mal schauen, was passiert, wenn das Gerüst weg ist. Das ist das Zimmer. Das Zimmer ist eigentlich der finale Ort vielleicht im Hotel. Also man kommt im Restaurant rein und da ist Staunen angesagt. Staunen war ein Thema. Wie kann der Mensch staunen? Wie kann er am besten staunen? Wann staunt man? Ich glaube, man staunt am besten, wenn man etwas erkennt. Also es ist nicht wie beim Zirkus, dass alles völlig neu ist, dann ist man vielleicht erstaunt. Aber beim Staunen braucht es, glaube ich, Dinge, die man kennt. Und dann gibt es sozusagen ein doppeltes Staunen. Man staunt über das Ding, das man sieht, über die Formen, die man sieht und vielleicht auch über sich selber. Wieso habe ich das nicht gewusst? Wieso ist das so? Das Zimmer, das ist ein Innenraummodell und das ist das Zimmer 1:1, da unterhalb dieser Ziegen vor meinem Haus, vor meinem Wohnhaus. Das ist natürlich auch ein Glücksfall, dass man ein Zimmer im Maßstab 1:1 bauen kann. Das Zimmer hat eine bestimmte Raumkomposition, eine Raumüberlagerung. Es gibt einen kleinen Erker im Zimmer, wo auch beheizt ist. Das hat etwas mit meiner eigenen Biografie zu tun. Wenn ich mit meiner Frau in die Ferien ging, konnte ich nicht schlafen ab 3 Uhr oft. Und was soll ich tun? Die Rezeption ist zu. Was mache ich dann? Also jetzt dachten wir, ja gut, dann entwerfen wir so einen Raum, wo man verschwinden kann hinter einem Vorhang. Dann kann ich arbeiten oder etwas tun. Und durch die Raumüberlagerung passiert etwas ganz Interessantes. Die Größe des Raumes ist schwer erfassbar. Ja, Entschuldigung, Sohle. Das ist das Erdgeschoss. Das ist die Sicht von innen. Man sieht eigentlich durch das Glas sieht man die Stützen von Giuseppe. Von außen ist es umgekehrt. Also es ist das im Zentrum des Hauses hat es natürlich eine Stützenreihe. Und außen tragen sie die Außenwände und durch das Spiel, durch die Sicht, durch die Gläser hindurch, beginnt ein Wechselspiel zwischen innen und außen. Das ist eine Skizze des Restaurantes. Eine Decke aus Stoff haben wir in Como gefärbt und bearbeitet. Der Boden ist aus einem Terrazzo. Die Steine des Terrazzos kommen alle aus dem Berliner Gebiet, Jade zum Beispiel. Dieser wunderschöne Stein ist Teil dieses Terrazzos. Da sieht man dann irgendwo dieser grüne Stein. Und diese Skizze, das Zentrale des Raumes soll dann irgendwie mit diesem Boden in einer Beziehung stehen. Da sieht man, wie der Boden eingebaut wurde. Man setzt, das ist kein
Terrazzo aus, kein Industrieterrazzo, man setzt zuerst einfach einzelne Steine, etwas größer als das, die werden befestigt, verfestigt am Boden und dann wird das gefüllt und irgendwann, zwei Monate später, geschliffen. Und Christian Obre war der Entwickler dieses Terrazzos. Wir haben viele Muster gemacht und er konnte junge Leute dafür begeistern, drei Monate mit ihm diesen Terrazzo einzubauen. Das ist wie meditieren, wenn ich da stehe und schaue, wie die Leute das machen. Die klopfen stundenlang mit der Kehle und schauen, dass das Ganze verdichtet wird. Eine großartige Arbeit. So etwas habe ich in meinem Leben als Architekt noch nie gesehen. Wenn ihr schauen wollt, könnt ihr nach Pontresina gehen. Es dauert etwa noch zwei Monate und dann ist es passiert. Die Möbel im Raum, die werden dann eingesetzt. So wissen wir nicht genau wie. Wir wissen, dass die Möbel aus Holz sind. Das sind so lebendige Teile, die da herumstehen. Die Metapher war Schwemmholz. Und da gibt es das wunderbare Bild vom Segantine, Ave Maria, une trasbordo. Also das Bild als Metapher ist unglaublich. Also es ist eine Art Ausgesetztheit, es ist auch viel Geborgenheit dabei. Ich frage mich, wer möchte nicht dieses Kind sein? Es ist warm und kalt zugleich, es herrscht eine trügerische Ruhe und das Boot hat etwas von einem Altarraum. Also das ist eigentlich unsere Metapher für die Möbel, die dann im Restaurant kommen. Und dann gibt es ein Außenbad, also ein kaltes Bad. Man geht durch das Gebäude hindurch und dann kommt man in diesem Bad. Der Kreuzgang vielleicht eines Klosters, das war so der Ausgangsmoment dieses Bades. Hier sieht man eine Skizze, es gibt eine große Öffnung zum Himmel. Und hier sieht man ungefähr, wie es ist schon, ein schlechtes Foto, aber immerhin. Eine Stütze von Giuseppe, die man sieht durch die Stütze hindurch diese runde Form, die offen ist zum Himmel. Also das ist nicht klein, das ist irgendwie sieben Meter Durchmesser und die Stütze ist vielleicht 5,5 Meter lang. Und das war gar nicht so einfach, diese Stütze einzubringen. Der Boden im Bad möchten wir eigentlich mit Arzo auskleiden und da haben wir einen kompetenten Mann gefunden, der das macht, der Urs Schmid, wird dieser Arzo einbringen. Arzo ist ein Marmor aus dem Tessin oder Italien. Ihr habt es aber den Italienern verkauft. Es ist auf eurem Gebiet. Uns hat diese Wirkung hat uns fasziniert. Das hat etwas Lava-ähnliches. Es gibt natürlich noch andere Räume in diesem Hotel. Es gibt eine Bibliothek, es gibt einen Pöstlikeller, Jugendraum, sagt man dem, für die Jugend von Pontresina. Also das Hotel ist nicht nur ein touristisches Projekt, sondern auch für die Einheimischen zugänglich. Und diesen Jugendraum, den möchten wir ganz speziell machen. Man geht da rein und vergisst gestern und man denkt nicht am Morgen, sondern man ist ganz in der Gegenwart, also ganz im Jetzt. Und dann gibt es noch Gänge, wir haben 36 Hotelzimmer und wir haben 11 bewirtschaftete Wohnungen. Es gibt diese Gänge, das ist in den drei Untergeschossen, die zu diesen Räumen führen.
viele Räume sind so auf Resonanz gesetzt. Also Resonanz heißt für mich, ich will mit dir etwas zu tun haben. Es kommt etwas zurück. Und da soll es etwas ganz anderes sein. Wenn man durch diese Räume hindurchgeht, soll es eher tautologisch sein. Tautologie heißt, es ist das, was es ist, nichts anderes als das. Und da kommen natürlich die Monaden im Sinn. Also Monaden ist eine Einheit von physischen und psychischen Formen, Bedeutungen. Und auf der rechten Seite sieht man George Di Chirico. Es war ein metaphysischer Maler. Vielleicht kennt er diese unglaublichen Formen, die er entwickelt hat, oder diese unglaublichen Bilder, diese unglaubliche Malerei. Daran haben wir uns interessiert. Und das Paradoxe daran, es gibt natürlich nicht so runde Formen, sondern rechteckige Formen, rechteckige so Vertiefungen im Beton, und die werden schwarz ausgemalt und werden mit Marmorrahmen eingekleidet, eingerahmt. Das ist ein Werk vom Künstler Christian Katriner, und da haben wir auch einen interessanten oder unglaublichen Steinkenner kennengelernt, Christian Thomen in Liesberg, der wird vermutlich diese Rahmen anfertigen. Man soll sich hier in diesen Gängen wie in einer anderen Welt sich fühlen. Ein Beispiel: die Wölfe sind wieder bei uns unterwegs. Kürzlich an einem Abend vor zwei, drei Monaten, an einem Abend, habe ich im Frieden in der meines Wohnhauses ein Wolfskonzert konnte ich besuchen. Also die Wölfe haben konzertiert. Das war unglaublich. Ich kannte diese Welt gar nicht. Da kann man den Wolf gerne haben oder ihn hassen. An dem kommt man nicht vorbei. Ich hatte das Gefühl, es gibt noch etwas anderes, es gibt noch eine andere Welt als die, wo ich kenne. Also das hat nichts mit Wolfsgeschichten zu tun, sondern nur diese Gegenwelten, die möchten wir eigentlich hier entdecken oder zum Ausdruck bringen. Und als letztes noch: bei den Zimmern brauchen wir oder verwenden wir Pigmente aus dem Engadin, aus dem Berniner Gebiet, aus dem Albula, vom Albula-Pass, vom Offenpass. Das ist ein Werk von Lucrezia Zanetti. Sie hat da diese wunderbaren Steine oder diese wunderbaren Farben entwickelt, gemahlen. Und das wird dann als nächstes geschehen. Also, jetzt kommen wir zur Konstruktion. Wir haben einfach versucht, den Stein hier in allen Facetten einzusetzen. Als physisch schwer, aufeinander geschichtet, zerschnitten, gemalt zu Pulver, aber auch die psychische Präsenz sollte vorhanden sein. Giuseppe, zeigst du deine Stützen? Gerne. Danke, John. Okay. Vielen Dank. Deine schönen Bilder und deine sehr, sehr schönen Wörter sind, ich finde das unglaublich. Und eben nach all diese schönen Bilder will ich euch ein bisschen in diese Vorspannungswelt einbringen. Also, wieso vorspannen? Eigentlich, weil
in unsere Brüche, wir bauen ab, wir schneiden, wir reduzieren einen Berg in Teile und dann diese Teile werden normalerweise auf einer Baustelle gebracht und dann montiert. Und wir versuchen jetzt diese Reduktion auf Teile zu bringen, wo dann zusammengesetzt wieder werden können. Also es fängt alles im Steinbruch. Im Steinbruch, wo man einen Fels hat und wo man den schneiden muss durch Sprengen, durch Seilschnitte, durch Schremme, in viele, viele Methoden. Und eben, das ist ein, ich will das erinnern, das sind Werkstein-Steinbrüche, keine Schotterbrüche, sind eigentlich Welten, wo sehr klein sind zum Teil. Und eben da sieht man, was man abbaut. Also eigentlich hier, diesen Fels wird reduziert in Blöcke, da, also transportierbare Blöcke. Diese Blöcke werden eben zu den Werkstätten gebracht und müssen einen maximalen Gewicht haben natürlich. Der nächste Schritt dann, die Blöcke werden gefräst oder mit dem Seil geschnitten in größere Teile. Und dann diese größeren Teile noch präzise gefräst, präziser gefräst. Und da hat man eine Präzision von weniger als einem Millimeter. Also das sind, da fängt man an, Kanten zu sehen, man fängt an, kleine, dünne Platten zu sehen. Also es ist wieder eine Reduktion, aber auch eine Präzisierung eines Teiles. Hier ist schon ein Stück, ein Teil von einer Stütze. Man merkt eben schon die Form, also die Präzision der Form. Und hier wird einfach durchgebohrt. Das ist, um diese Vorspannungskabel durchzubringen. Und man fängt an, diese Teile so zu bearbeiten, dass sie dann am Schluss am besten wirken. Also das sind wirklich kleine Details, aber sehr wichtig. Hier haben wir lange diskutiert, wie man eine Kante fasst. Also normalerweise wird eine Kante gefasst 45 Grad, aber nein, hier ist es 30 Grad gefasst, damit man am Schluss, man wird das nachher noch sehen, dann hat man eine dünklere, eine größere Schattenfuge und dann sind eben die Teile von einem Bauteil, von einer Stütze besser zu erkennen. Was hier auch noch wichtig ist, ist eben das, vorher Stefan hat gesprochen von einem Granit, das ist Bodionero, ist ein Gneis, ist eben ein metamorphisches Gestein, hat eben ein Lager und ein Gegenlager und wichtig ist eben, dass man einen Stein so als massiver Stein einsetzt. Dort muss, finde ich, der Stein muss eben ein Lager horizontal haben. Weil sofort, wenn man diesen Lager dreht, wird sofort als Verkleidung gespürt. Das aber bedingt, dass man die Blöcke schon eben im Steinbruch anders bearbeitet und anders schneidet vom Berg.
hier einen anderen und Passaggio, das ist eine Fräsung, eine Zufräsung für das Einlegen einer Stahlplatte. Also das ist praktisch der erste oder der letzte Teil in der Stütze, wo eine Stahlplatte drin hat für eine bessere Krafteinleitung beim Vorspannen. Also hier sieht man schon eben, das Stück hat schon diese Phase rundum und wird eben vertieft dort, um diese Stahlplatte einzusetzen. Da sieht man schon einige Teile. Natürlich diese mit dem Ring, diese Inox-Ring, das sind 2,5 cm Inox mit dem Loch, wo dann der Spanglied durchgeht. Und da wird dann die Pumpe dran befestigt für das Vorspannen. Und eben dieser Druck wird dort übertragen und von dort auf Stein. Aber dort so mit dieser Ringe ist die Kraft nicht so konzentriert auf dem Stahl. Da haben wir Schablonen gebaut, mit Stein natürlich. Und das hat uns geholfen für den Aufbau von diesen Stützen. Also wir haben sie 45 geschnitten extra, weil so konnten wir diese Fuge von überall bearbeiten. Wenn das normal senkrecht gewesen wäre, hätte man eine Fläche schlecht sauber gemacht. Hier sind schon die Spannglied, wo dann durch diese Bohrungen hindurchgehen. Ecco, hier ist eben der Anfang der Montage, der erste Stück, und dann die Fuge wird noch verleimt. Und das hilft, weil sonst die Stücke würden drehen. Und dann, wenn das Ganze vorgespannt ist, kann man die Stütze nicht mehr senkrecht halten. Also die Teile nicht mehr parallel halten, sagen wir. Da die Pumpen für das Vorspannen. Und sehr wichtig ist, dass man, wir konnten mit dem Bauingenieur, übrigens Bronzini Conzett, arbeiten und auch mit unserem Ingenieur, wo uns folgt seit 20 Jahren, der ehemalige Professor Ernst Gehry, wo sehr viel gemacht und macht immer noch mit der Vorspannung in Holz und er folgt uns in diese Arbeiten von Vorspannen in Naturstein. Und das ist sehr wichtig, dass man einen direkten Kontakt und einen direkten Bezug zum Bauingenieur bekommt, hat und so kann man viel lernen und viel mehr Erfahrung sammeln. Die Stützen, die großen Stützen, wo im Spa sind, also 5,50 Meter, 50 mal 50 im Schnitt, sind mit etwa 200 kN vorgespannt. Dann die kleineren Stützen, also etwa 3,50 Meter, 60, 40, sind mit 150 und die kleineren Stützen oben etwa 2,70, 3 Meter mal 40 mal 30 sind mit 100 kN vorgespannt.
da das Resultat der Vorspannung. Also man sieht, dass der Leim hier von den Fugen rauskommt. Das ist der Leim, wo man vorher gesehen hat, zwischen den Teilen. Hier der Spannglied, an dem ist noch eine Pumpe dran. Und jetzt kommt die ganze Arbeit, die Bearbeitung der Fläche und das Putzen dieser Fuge. Es wird alles geschliffen und eben die Fuge wird noch sauber definiert. Also der Leim muss wieder raus. Und da ist der letzte Teil, Arbeitsverfahren, die Injektion. Es ist ein Injektionsmittel, wird eingepumpt und das ist ein Mörtel. Und das ist eben wichtig, dass es ein Mörtel ist, weil das hat dieselbe Dilatation wie der Naturstein. Und natürlich in Pontresina die Dilatation ist ein Thema, weil es gibt so viele Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, zwischen Winter und Sommer. Und vor allem auch, weil das ein dunkles Gneis ist. Der Transport, also wie man hebt eine solche Stütze, 5,50 Meter lang. Wichtig ist, dass man sie am Anfang und am Ende hebt, weil sonst, wenn man das normalerweise würde man das mit einem Stapler in der Mitte nehmen und so, aber das würde gleich wie die Vorspannung ziehen, das heißt, dass man die Stütze brechen könnte. An diesem Spannglied hat man dann die Stütze aufgehängt und direkt versetzt auf die Baustelle, also zuerst mal abgeladen und dann, wenn man die gebraucht hat, dort aufgehängt und versetzt. Und hier mein letztes Foto, etwas, wo mir sehr am Herzen liegt. Ich finde das Foto wirklich sehr spannend, weil erstens, weil es einen fliegenden Stein ist, aber vielmehr auch, weil dieser Stein wird eingesetzt als Baumaterial im Rohbau. Und das finde ich etwas, wo man verloren hat in der heutigen Architektur, wo man eben am Schluss kommt. Du hast gesprochen, du hast gesagt, die Studenten kommen am Schluss vom Projekt und wissen nicht, wie die Mauer aussehen soll. Nicht nur die Studenten, auch andere. und ich finde das eben faszinierend, no? Dass man schon im Rohbau mit einem fertigen Produkt kommt und mit dem arbeitet und diese Stück wird dann schon montiert im Rohbau. Und die Faszination, glaube ich, ist auch für die Bauherren wichtig gewesen, also Bettina und Richard Plattner, glaube ich, sind auch fasziniert von dieser Art zu arbeiten und ich glaube, sie haben auch gern so einen fliegenden Stein. Danke. Ja, das Resultat können wir dann bald anschauen. Wir sind gespannt. Also es war eine unglaublich interessante Erfahrung auch für uns. Wie gesagt, wir waren heute in Zug, haben über ein anderes Projekt diskutiert, wo vielleicht auch, man könnte es mit Naturstein bauen und das habe ich schon gesagt, man muss einfach anders denken. Also man kann nicht einfach als den Entwurf ohne Konstruktion, ohne Material fertig machen, sondern man muss das
integrativ denken. Konstruktion, Form, Raum, das ist eine Art Gleichzeitigkeit. Dann sind viele Dinge möglich. Ich sage oft, wir haben ja Berge von Stein. Alle Berge sind aus Stein. Aber es wäre nicht gut, wenn wir das als eine unendlich verfügbare Ressource betrachten würden. Ich glaube, Ressource ist sowieso für mich persönlich ein bisschen ein schwieriger Begriff. Ressource heißt, man kann es konsumieren, man kann es nutzen. Natürlich können wir nutzen, aber ich glaube, wir müssen auch einen Bezug aufbauen zu dem. Dann entsteht eine andere Wertschätzung. Also eine Nähe zu den Dingen muss eigentlich geschehen, ob jetzt mit Holz oder mit Stein oder immer was. Und für uns war vieles hier Neuland, auch für unsere Ingenieure. Konzert Branzine, wunderbare Ingenieure, aber für sie war auch vieles neu. Und wir sind gerne Nichtwisser. Ich sage oft, das Problem ist, wenn man in einem gewissen Alter kommt und das Nichtwissen durch Erfahrung ersetzt wird, dann musst du sofort aufhören als Architekt. Also das Nichtwissen ist für mich so eine Art Forscher. Also man ist ein Suchender und dann bleibt es spannend. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie an Giuseppe stellen. Dann sind keine Fragen mehr erlaubt. Gut. Ist gut so. Nein, das muss ich nicht falsch verstehen. Sondern es hat mich so berührt, oder? Dass ich einfach jetzt was herausgeplappert habe. Oder? Schön. Dass ich das schön fand. Also, dann sehen wir uns in Pontresina. Giuseppe Ungaro, danke Ihnen, liebes Publikum, für die Aufmerksamkeit. Wir sind schon etwas fortgeschritten in der Zeit und eben, ich denke, wir möchten den Apero zu uns nehmen und ganz wichtig, eigentlich der wichtigste Teil, die Ausstellung anschauen im Untergeschoss. Apero, hinten gibt es Wein und Bier und Mineralwasser und für die Schnellen gibt es unten bei Daniela eine kleine Prosecco-Bar in der Ausstellung. Also ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Bleiben Sie noch etwas hier. Sprechen Sie mit den Referenten und mit den Autoren der Ausstellung. Danke.